Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch keinen langweiligen Stampede. Ich zeige euch den neuen Stampede 4x4 VXL. Wenn man den Namen Stampede hört, dann denkt man immer an dieses Ding hier. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Einige von euch kennen den Hoss. Das ist nämlich der Heavy Duty Hoss. Und die Details davon zeige ich euch jetzt mal. Das Ding ist ein richtig, richtig gutes Auto. Box. Wir haben eine TQI, das heißt, wir haben TSM mit an Bord. Wir haben Extreme Heavy Duty Parts dabei und wir haben eine ganz besondere Combo. Es ist nicht die normale 3S-Combo, die ihr aus dem Raptor, aus dem Rustler VXL oder so kennt, sondern wir haben einen 540XL Motor mit an Bord und einen 3S-Regler mit Lüfter. Das Ding hat mehr Power als ein Raptor und als ein Slash VXL, ein Rustler VXL, ein Rally VXL. Dann haben wir hier dasselbe Chassis oder dieselbe Antriebswelle in der Mitte wie der Raptor mit so einer Plexiglasabdeckung drauf. Schauen wir uns an. Dann haben wir Clipless Body Mount, das Standard 2075 Servo. Wir haben neue Sledgehammer Reifen. Wir haben Stahldifferenziale. Wir haben ölgefüllte Schocks und er hat eine Selbstaufrichtungsfunktion. Die neuen Antriebswellen sind auch mit an Bord. Querlenker, Radträger, Antriebswellen, das ist alles so, wie es auch im Raptor verbaut ist. Farben gibt es die grün, blau, rot. Was ist das? Orange, blau gemischt. Und da das Ding für den Anton ist, haben wir natürlich den grünen. Und jetzt schaut mal hier. Das Ding läuft 100 km/h. Mit dem Sieger, mit der 2350er Übersetzung auf 3S läuft das Ding 100. Unfassbar, oder? Holen wir mal raus. Anleitung, wir haben Werkzeug, wir haben Dämpferclips und wir haben Aufkleber. Da ist die Fernbedienung. Wie vorhin schon gesagt, TQI. Vorbereitet für Bluetooth und mit TSM. Und da ist er. Er sieht aus wie ein kleiner Max. Richtig geil sieht er aus. So, dann machen wir ihn mal auf. Ah, das ist ja schön. Beim Rustler geht die Karosserie immer so hakelig ab, aber bei diesem. Ah, cool. Kinderfreundlich. Sehr gut. Also erstmal die Karosserie. Die VXL-Karosserien sehen immer schöner aus. Dieses Auto gibt es auch in der 2S-Variante. Da sieht die Karosserie nicht ganz so schön aus. Kein Metallic. Daran kann man immer erkennen, ist aber der Body vom Hoss, den es ja nicht mehr gibt, wie wir alle wissen.
So, dann haben wir hier unsere ganz normalen Warnhinweise, Vorsicht und so weiter. Und jetzt schaut euch mal den Motor an. Der ist deutlich größer als alles andere, was ihr hinter mir seht. Die ganzen VXL-Modelle 3S. Also, das ist schon richtig, richtig cool. So, wir haben die Sledgehammer Tires auf Schwarzchrom. Richtig schön. Dann haben wir den Vorderwagen. Der ist Dämpferturm, Querlenker, Toe-Links, die Radmitnehmer. Das ist alles gleich wie beim Raptor, wie beim Rustler, bei den neuen Modellen. Das sind die neuen Querlenker, die es natürlich auch von Vitabon zu kaufen gibt. Die guten Antriebswellen und die guten Radträger. Dann Shock Tower, auch Heavy Duty. Servo unten offen liegend, keine Sorge, habe ich noch nie kaputt gekriegt, auch wie beim Raptor. Und hier hatten wir die vorhin angesprochene Antriebswelle unter Plexiglas. Sehr cool. Hier ist der Regler mit Lüfter. Und die große Kanne, der 2400 kV Brushless Motor. Hinten auch wieder alles Standard wie beim Raptor, Rustler und so weiter. Federung, sehr schön. Receiverbox vorne drauf. Also das Chassis ist nicht wie vom Raptor, wie zuerst vermutet. Es ist kürzer, aber es hat die Receiverbox integriert. Also das ist nur ein Deckel, den man aufschraubt. Das Unterteil ist im Chassis drin. Das stehende Servo. Wir haben eine Slipperkupplung hinten drin mit variablen Motormount, Wheelie-Bar ohne Kugellager. Sehr schön. 3S, das heißt, wenn ihr das Ding fahren wollt, braucht ihr das Ding oder irgendein anderes Traxxas-Ladegerät für 3S. Und ihr braucht eine 3S-Batterie von Traxxas. Ihr könnt auch eine andere reinmachen, die passt. Aber wir haben halt hier das Traxxas ID-Steckersystem. So, jetzt schauen wir mal eben. Die passt sauber rein. Ist ja auch dafür gemacht. Zack. Angestöpselt und losgefahren. Schön, schön, schön. So, warum habe ich den gekauft? Beim Weitsprung-Wettbewerb hat der Anton mir erzählt, er will auch mal ein Auto haben, was springen kann. Also habe ich jetzt keinen großen Max gekauft, sondern den Stampede. Und ich finde die ganzen 3S-Modelle von Traxxas super cool. Deswegen wird der mit Sicherheit auch super cool sein. Den werde ich jetzt gleich zerlegen in alle Einzelteile. Und dann bekommt der Anton die Einzelteile in seinem Adventskalender. Dann kann er sich jeden Tag ein Teil rausnehmen und das Ding selber wieder zusammenzubauen. Das ist die Idee dabei. So, jetzt wird das Ding zerlegt.
So sieht ein zerlegter Stampede 4x4 VXL aus. Wir haben natürlich die Räder, die Karosserie, die Wheelie Bar, die Querlenker mit Stifte, den vorderen Bumper mit Skidblade, die Dämpfertürme, Antriebswellen, die hinteren Radträger, das hintere Differential, das hintere Chassisteil. Wir haben Motor mit mittlerem Differential, sehe ich gerade. Da ist ein Differential drin mit Stahlzahnrad. Sehr schön, keine Slipperkupplung. Die Mitnehmer, das vordere Chassisteil, wo die Lenkung drauf kommt. Wir haben die Lenkung. Motor hatten wir gesagt, die Antriebswelle, die blaue, den Regler. Schaut mal, den Regler ist mit Lüfter. Also das ist, da steht zwar VXL 3S drauf. Ist natürlich auch, aber es ist ein anderer Regler, wie man ihn sonst so kennt. Dann haben wir die seitlichen Teile vom Chassis. Wir haben das Chassis, das vordere Differential mit Antriebswellen, die Abdeckung für die Antriebswelle, Akkuhalterung, vordere Radträger mit C-Hubs, Receiverbox bzw. den Deckel, Servo mit Link und die Dämpfer und die Querlenker. So, das verpacke ich jetzt mal in einigen Tüten und dann hoffe ich, dass der Anton sich freut und dass er Spaß daran hat, das Ding wieder zusammenzubauen. Ich sage euch was, das Sortieren war jetzt gar nicht so einfach. Ich will ja, dass der Anton jeden Tag ein Teil einbauen kann. Wir fangen also an mit dem Chassis. Dann so ein paar Kunststoffteile ins Chassis. Dann Akkufach. Regler, hinteres Differential, mittleres Differential, hinteres Balkrad mit Dämpfer, hintere Querlenker, dann die Dämpfer selber, dann die Links, ich habe noch die guten gekauft, dann die Wheelie Bar und dann die hinteren Radträger mit Antriebswellen. Dann hat er das hintere Teil schon mal fertig. Dann haben wir das vordere Teil, wo noch die Lenkung reinkommt. Dann Antriebswelle und vorderes Differential mit Dämpferturm. Vordere Querlenker, vordere Dämpfer, vordere obere Querlenker. Bumper, Radträger. Dann Servo, dann Motor, dann die Receiverbox. Und dann haben wir Reifen und Karosserie. Wow, ich hoffe, er freut sich. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Peace.